Hallo, herzlich willkommen aus Townsville, Australien. Wir hören hier weitere Informationen, denke, es ist wichtig, um zu sehen, dass es weltweit der gleiche Scheiß ist. Wir werden von Kriminellen regiert, denn egal in welchem Land man sieht, ob es Deutschland ist, Österreich oder bei uns, nur meine Informationen sollen dazu dienen, dass es sieht, dass es ein weltweites Manuskript ist. Wir hatten ja vor, glaube ich, 2 Jahren gesehen, als Merkel die Deutschlandflagge jemandem weggenommen hat und aus dem Bild rausgeschmissen hat. Sie wollte sich nicht dazustellen zu der Deutschlandflagge. Wir haben jetzt den gleiches Sackgesicht hier, heißt Adam Bent, das ist der Führer oder der Vorsitzende der Grünen in Australien. Und er hatte vorgestern sich verweigert, eine Rede zu halten. Man musste also die australische Flagge entfernen. Er wollte sich nicht dazustellen zu der australischen Flagge. Man hat die australische Flagge entfernt, dann hat er seine Rede gehalten. Natürlich über Renewables, die Energie, Gas und Kohle ist natürlich nicht mehr gut. Er will alles mit Wind, Wasser und Sonne haben. Wir sehen ja, wie schlecht es passiert, dass sogar in Deutschland, Österreich Kohle jetzt wieder angeschmissen wird, damit man nicht friert im Winter. Also man kann immer mit dem Kopf schütteln, was hier los ist. Die Kriminellen regieren uns weltweit und da könnt ihr sehen, es ist ein Manuskript. Es ist wohl ein Unding, dass alle in Australien, in Deutschland, in Österreich fast das Gleiche machen, auch mit den Impfungen. 4 Impfungen, 2 davon geboostert und lässt sich testen, ob du positiv bist. In Englisch sagt man, you're fucked in the head, wenn du dich wirklich 8 Stunden anstellst, um herauszufinden, ob du wirklich noch positiv bist. Na, 4 Impfungen. Also man kann es nicht mehr erfinden. Und die zweite Sache mit diesem Transgender-Stuff, ich hatte von berichtet mit den Schwimmern. Jetzt kommt Rugby und Football auch, die wollen auch auf unsere Seite kommen. Die wollen uns auch verbieten, dass diese Transgender dran teilnehmen am professionellen Sport. Ich halte euch im Laufenden, euer Bernie. Bis dann. Tschüss.